Geschichte. 1887, 12. Mai, Gründung der Drahtseil Bahn AG Durlach-Turmberg. 16. Juni, erster Spatenstich für die Bergbahn. 1888, 1. Mai, Eröffnung der Turmbergbahn. Die Bahn wird mit Wasserballast und Ringenbach-Zahnstangen betrieben. Das heißt, in den Tank des jeweils talwärts fahrenden Wagens wird so viel Wasser eingefüllt, dass der zweite Wagen hinaufgezogen werden kann. Die Zahnstange zwischen den Schienen dient nicht der Fortbewegung, sondern zum Bremsen. 1913, 6. Juni, Beschluss der Generalversammlung, die Bergbahn auf elektrischen Betrieb umzustellen. Dies wurde wegen des Ersten Weltkriegs und der anschließenden Weltwirtschaftskrise nicht realisiert. 1915, Umgestaltung der Bergbahnstraße mit breitem Mittelstreifen für eine eventuelle Verlängerung der Bergbahn. 1919, 24. Mai, die Stadt Karlsruhe übernimmt 51% der Bergbahnaktien. 1938, 1. April, die Stadt Durlach wird nach Karlsruhe eingemeindet. 1944, Gasthaus Friedrichshöhe neben der Bergstation brennt nieder, heute Aussichtsplattform. 1945, 1945, Beschädigung an Bergbahn und Turm durch französischen Artilleriebeschuss. 1953, 11. 12. Juni, Eröffnung der Sportschule Schöneck. 1962, die Turmbergbahn wird 75 Jahre alt. Überlegungen zum Umbau in eine Stahlschwebebahn werden angestellt. 18. Mai 1965, Beschluss des Gemeinderats zur Modernisierung der Turmbergbahn. Die Verlängerung bis zur Plötzinger Straße kann dagegen nicht realisiert werden. 1966, 3. September, Inbetriebnahme der für 1,5 Millionen Mark erneuerten Bahn und der neuen Stationsgebäude. Die Turmbergbahn fährt nun mit elektrischem Antrieb. Durch den Umbau der Trasse wurde die Strecke von 330 auf 315 Meter verkürzt. Erstmals fährt die Turmbergbahn auch im Winter 1967. 1973, Umwandlung der Turmbergbahn AG in eine GmbH. 1977, 1. Januar, Dieter Ludwig wird Geschäftsführer der Turmbergbahn GmbH. 1979, nach Stilllegung der Mahlbergbahn in Bad Ems, ist die Turmbergbahn die älteste deutsche Standseilbahn. 1983, 31. Dezember, Auflösung der Turmbergbahn GmbH und Anmeldung an die Verkehrsbetriebe. 1988, 7. bis 9. Mai, die Turmbergbahn feiert mit Rekordwagerstrahlen ihren 100. Geburtstag. Zum Jubiläum hatten die Wagen neue Sitze und die bis heute aktuelle gelb-rote Lackierung erhalten. 2004, Wechsel des Zugseils nach 21 Jahren. Früher mussten die Zugseile alle 5 Jahre ausgetauscht werden. Wagen werden mit feuerfesten Sitzen neu bestuhlt. 2005, Umgestaltung der Talstation. 2007, neues Getriebe an der Übergeschwindigkeitsüberwachung angefertigt und eingebaut. Firma Durst GmbH Maschinenbau in Pfaffenhofen. 2009, Oktober bis November, 10-jährige Hauptuntersuchung nach WO Seil an den Fahrzeugen. Die Fangwerke gehen zur Revision in die Schweiz. Firma Graventa in Thun. 2009-2010, Renovierung und Umgestaltung der Gebäude, Tal- und Bergstation.